Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo hier bei Florence Keto World. Etwas ganz, ganz, ganz Besonderes habe ich mir heute für euch überlegt und werden wir heute machen, nämlich Zimtschnecken ohne Zucker, ohne Mehl, ketokonform, low carb und ich sag euch, ein absoluter Traum. Dieses Rezept lohnt sich, probiert es unbedingt aus. Es gibt nichts Besseres als leckere, zimtige, buttrige Zimtschnecken, wenn es in Deutschland kälter wird. Bei uns ist das nicht der Fall, wir sind in Gran Canaria, bei uns ist es ultra heiß, deswegen auch in diesem Sommeroutfit. Aber Zimtschnecken mache ich mir trotzdem sehr gerne, weil ich sie absolut liebe und weil ich ein riesen, riesen Fan davon bin. Wenn du noch mehr leckere Rezepte, ketogene Rezepte, zuckerfreie Rezepte haben möchtest, schau gerne auf dem Kanal, abonniere den Kanal, weil alle paar Sonntage erscheint ein neues Rezeptvideo und ansonsten kannst du auch gerne mal bei meinen E-Books vorbeischauen, die findest du unten in der Videobeschreibung, da habe ich 5 an der Zahl, wo unter anderem auch eins ist, wo es nur süße Sachen gibt, für alle, die einen süßen Zahn haben. Und für alle, die einen süßen Zahn haben, machen wir heute Zimtschnecken mit einer ganz besonderen Zutat, die man so nie vermuten würde, dass sie in süßem Gebäck vorhanden ist. Und deswegen geht es gleich mal los mit den Zutaten. Wir brauchen Mandelmehl oder gemahlene Mandeln. Ich habe die blanchierte Mandel genommen. Ein bisschen Backhefe, Frischkäse, Mozzarella, geriebener Mozzarella, 2 Eier und ein bisschen Süßungsmittel. Ich habe hier Puder-Erythrit genommen, Butter und Zimt. Und dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Dieses Rezept ist ein bisschen aufwendiger und es ist auch nicht so einfach, auch wenn wir wenig Zutaten haben, braucht es doch ein bisschen Zeit, Geduld und Muse. Und dem widme ich mich heute. Deswegen als allererstes geht es darum, den Mozzarella in der Mikrowelle oder auch in einem Topf, wie ihr mögt, einfach zu schmelzen. Weil während das da so schmilzt, widmen wir uns mal den trockenen Zutaten. Zunächst einmal gebe ich die Mandeln in die Schüssel. Ja, so. Schauen wir uns das mal an hier. Ja, er muss auf jeden Fall noch ein bisschen. Auf jeden Fall noch mal mindestens 30 Sekunden, aber vorher rühre ich das um. Dieser Mozzarella ist nämlich absolutes Bindemittel. Was ich aber jetzt noch mit rein tue, ist ein bisschen Frischkäse. Ich habe hier einen veganen Frischkäse. Ihr könnt natürlich auch einen normalen Frischkäse nehmen. Und der wird jetzt auch noch mal mitgeschmolzen. Ups. Machen wir hier auch noch mal 30 Sekunden. Dann brauchen wir noch ein bisschen Süße. Ich nehme hier Puder-Erythrit, weil der wird einfach nicht ganz so körnig. Und den brauchen wir dann auch, wenn wir noch so ein Frosting machen. Da gebe ich jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Je nach Geschmack. Ganz schön pudrig und ein bisschen Backhefe oder auch Backpulver. Könnt ihr einfach wählen, was ihr dann haben wollt. So, mehr auch nicht. Ja. Oh, jetzt. Sieht schon ganz gut aus hier. Der Frischkäse ist geschmolzen. Der Mozzarella auch, genau. Diese Konsistenz wollt ihr erreichen. Ja, perfekt. 2 mal 30 Sekunden in der Mikrowelle. Ihr könnt es natürlich auch in einem Topf schmelzen lassen, wenn ihr keine Mikrowelle habt. Dann auf niedriger Hitze, sodass ihr wirklich hier eine sämige Masse bekommt und dass der so richtig schöne Fäden zieht. Perfekt. So muss es sein. Wunderbar. Jetzt gebe ich zu den trockenen Zutaten meine 2 Eier. 1, 2 und die Mozzarella-Käsemischung. Und jetzt alles gut verrühren, möglichst schnell, bevor der Mozzarella wieder fest wird. Dann haben wir einen richtig schönen Teig. Das Ganze nennt sich übrigens auch Fat-Dough-Teig. Das gibt es in den USA, es ist sehr beliebt, auch für alle möglichen anderen Sachen. Und jetzt einmal alles gut miteinander vermengen. So, der Teig ist jetzt sehr, sehr klebrig. Deswegen nehme ich jetzt hier auf jeden Fall mal ein Stück Backpapier. Leg das mal hier auf so ein Brett. Und dann gebe ich da auch ein bisschen Puder-Erythrit drauf, damit ich da einfach auch ein bisschen eine Grundlage habe, um das Ganze zu verarbeiten, damit das Ganze nicht so ultra klebt, weil der ist schon sehr, sehr klebrig, wie ihr sehen könnt.
So. Ihr könnt hier natürlich auch einfach noch ein bisschen mehr Mandelmehl nehmen zum Beispiel. Aber an sich lässt er sich jetzt hier ganz gut verteilen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir den hier so ein bisschen verteilen. Jetzt brauchen wir hier noch ein bisschen Butter. Die mache ich jetzt auch noch mal ganz kurz in der Mikrowelle, dass sie leicht schmilzt. Dann können wir die nämlich da drauf noch mal verstreichen und dann auch die Zimtzuckerbestreuung machen. Und dann kommt der tricky Part, das Ganze einrollen, dass wir wie so Zimtschnecken haben. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, inwiefern mir das gelingt. Aber der Teig wird auch immer ein bisschen fester, weil der Mozzarella abkühlt. Das ist dann natürlich sehr gut. Da streichen wir jetzt noch die Butter drauf. So. So. Jetzt auf jeden Fall noch von dem Zimt. Reichlich Zimt, weil das gehört einfach, finde ich, dazu. Mmh, lecker. Und noch ein bisschen Puder-Erythrit oder auch normales Erythrit, wie ihr eben mögt. So, perfekt. Das Ganze lassen wir jetzt kurz sich mal setzen, damit das hier so ein bisschen fester wird, damit sich das leichter rollen lässt. So, an sich müsste das jetzt alles soweit passen. Jetzt geht es darum, das Ganze einzurollen. Das muss auch gar nicht sehr dünn eingerollt werden, sondern einfach auch so ein bisschen, zack, genau, perfekt. Der Teig ist immer noch sehr klebrig, aber geht auf jeden Fall. Und jetzt schneide ich hier mal so kleine Stücke raus und gebe die dann hier in die Form. Je nach Größe könnt ihr jetzt einfach wählen, wie viele ihr hier haben wollt. Wie viele Zimtschnecken. So. Dass am Ende so schneckentechnisch aussieht, das werden wir dann schon noch sehen. Aber vom Geschmack wird es auf jeden Fall passen, denke ich. Ja, so. Ja, doch, genau, perfekt. So. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. So, jetzt sind die Zimtschnecken fertig. Ich habe hier noch so ein Frosting drauf gemacht aus Frischkäse, bisschen Kokosjoghurt, Puder-Erythrit. Und das Ganze habe ich jetzt da drauf verteilt. Und die sind ein bisschen verlaufen, aber die sehen trotzdem richtig, richtig lecker aus. Und ich werde jetzt mal den ultimativen Geschmackstest machen, wie die denn schmecken. Hole ich mir mal hier eins raus. Kann was auf jeden Fall. Schaut sehr, sehr lecker aus. Und dann testen wir das mal. Ob die auch halten, was sie versprechen. Innen sieht man auf jeden Fall richtig schön die Zimtfüllung.